Ja, liebe Zuschauer, jetzt gehen wir nochmal zu unserem Nachbarn nach Holland. Und wir waren in der holländischen Botschaft und haben einen wunderschönen Abend erlebt. Und dort habe ich einen Mann getroffen, der hat wirklich diesen Vortrag so knallhart runter, aber so toll erklärt, dass man so richtig Lust auf Holland bekam. Neben mir sitzt nämlich Bastian Overim. Ja, er spricht perfekt Deutsch mit etwas gebrochenem Niederländisch. Bastian, ganz kurz, was ist spannend im Moment in Holland? Was muss man sehen? Du hast es ja kurz erklärt. Du hast gesagt, man kann eine Radtour machen zu allen Sehenswürdigkeiten. Darüber würde ich jetzt gerne als erstes mit dir sprechen. Wie macht man das? Wird das Gepäck transportiert oder erzähl uns das einfach. Ja, die holländischen Hansestädten sind ein richtiges Thema in 2017, aber auch in 2018. Und mit dem Rad kann man sehr einfach von der einen Hansestadt zu den anderen Hansestadt fahren. Und ja, es gibt verschiedene Routen und ja, man kann sehr schön das Flusslandschaft anschauen und auch die Kultur, die historische Dekor in die Hansestädte. Genau, das ist aber nur eins, das heißt, ich kann aber auch mit dem Auto anreisen und kann mit dem Auto rumfahren. Ja? Du hast ja auch erzählt, es gibt viele Ausstellungen und Museen und es gibt viele Highlights jetzt. Zum Beispiel in Zwolle gibt es Museum De Fundatie und hat gerade eine sehr schöne Sonderausstellung von Werner Tübke. Und nächstes Jahr gibt es eine andere Sonderausstellung von der Retrospektive von Neo Rauch. Was darf ich denn, sag mal, so im Sommer erwarten? Klar, jetzt im Frühling Tulpenblüte, muss natürlich Keukenhof, ne? Ja. Muss natürlich sein, oder? Ja, in Holland natürlich, im Frühling dann gibt es immer die Keukenhof, ja stimmt, ja. Und wenn ich jetzt im Sommer komme, was habt ihr da? Das heißt, du gibst mir dann ein Handtuch, Badehose und dann gehe ich an den Strand? Ja, Wasser ist natürlich ein richtiges Thema in den Niederlanden, ja bestimmt, ja. Winter, Eislaufen. Wie viele Kilometer zugefrorene Nordsee habt ihr? Ja, das weiß ich eigentlich, kann ich so nicht so sagen, weil es ist natürlich ein langer Strecke. Aber es ist die Nationalsportart Nummer 1, das heißt, wie viele Holländer sind da am Sonntag, am Wochenende unterwegs? Werden wahrscheinlich Millionen sein. Also ich sehe nur immer die Bilder und es ist Wahnsinn, wie die ja begeistert sind. Was habe ich jetzt, sagen wir mal so, wenn ich sage, im Sommer bin ich jetzt gerade in der Südsee vielleicht, aber ich komme im Herbst zu euch. Was gibt's da Schönes? Im Herbst? Ja, dann... Weil dann muss es dann natürlich auch das Wetter muss dann eigentlich gut sein, hä? Weil dann gibt es richtig die schöne Farbe im Wald, zum Beispiel in unserer Region, ja, und in Holland im Herbst, ja, würde ich sagen, man muss dann auch mal das kulinarische Angebot angucken, weil das ist natürlich auch gut. Du meinst Käse? Ja, Käse. Aber wir haben richtig gute Restaurants. Zum Beispiel der Libreye und der Leest hat 3 Michelin-Sterne. So, das kann man auch sehr gut in Holland. Also wir können wahrscheinlich jetzt noch 5 Minuten weitersprechen oder eine Stunde weitersprechen. Aber wenn ich unsere Hörer sich informieren wollen, wo können sie das tun? Auf welcher Website? Auf holland.com und für die Hanse nach holland.hanse.de. Gut, also jetzt haben Sie die beiden Webseiten gehört. Sie wissen, wo Sie sich einloggen können. Ist ja heute auch kein Problem mehr, entweder über Handy, iPad oder natürlich über den Computer. Dann schauen Sie sich das alle an, suchen sich was Schönes aus. Und wenn Sie sagen, Holland interessiert mich, fahren Sie einfach hin. Und wenn Sie sagen, okay, die Hansestädte würde ich gerne mit dem Fahrrad machen, dann dürfen Sie das gerne tun. Sie können sich dort anmelden, holen sich alle Informationen auf der Website und dann kann nichts mehr schiefgehen. Und ich würde sagen, dann wünschen wir Ihnen einen wunderschönen Urlaub in Holland und ich bedanke mich bei Bernhard, dass er heute hier bei uns war. Danke. Okay, danke.